Hallo liebe Leute, ja, im heutigen Video möchte ich einmal ein kleines, sag ich mal, Tutorial machen. Wir werden einen Code in diesem Video live programmieren. In diesem Fall habt ihr mich sogar mal hier mit Fratze, weil die Meldungen hier jetzt auch nicht so sonderlich wichtig sind, die da eventuell überblendet werden oder so. Wir werden mein Skript, das ich geschrieben habe für die Fabrikatoren, also die Fabs, wie ich sie immer gerne nenne, werden wir einmal schreiben. Also live wirklich programmieren. Ich habe mir mein Skript lange nicht angeguckt. Ich weiß also gar nicht mehr genau, wie ich das gebaut habe. Es wird hier also komplett anders sein als das, was ihr eventuell kennt aus dem Workshop oder so. Vielleicht wird das hier sogar besser oder ein bisschen schlechter. Keine Ahnung, gut, müssen wir mal gucken. Und ich habe hier ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier einmal einen Stacker stehen, der meine Sachen hochstackt. Den stelle ich in der Regel relativ hoch ein, sage ich mal auf das Einzel. Ja, nehmen wir mal wirklich 250, hat auch seinen Grund warum. Ich habe hier noch gar kein Eisen drin. Das sollte ich auch nochmal nachholen hier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hat seinen Grund. Werdet ihr noch sehen, dass hier jetzt erstmal 5 Kilo Eisen drin sind. So, dann habe ich hier zwei Displays. Ebenfalls habe ich hier ein Dial und hier hinten habe ich meinen Chip. So, was ist die Grundidee? Nun, ich möchte, dass der das Gerät, was angeschlossen ist, dabei ist es relativ egal, was für ein Gerät es ist. Also ob es ein Autolader, ein Electronics Printer, ein Security Printer, Hydraulic Pipe Bender, Tool Machine, was auch immer. Alle Geräte, die irgendwie etwas produzieren, die kann man daran anschließen. Geht eventuell auch mit anderen Geräten, muss man den Code vielleicht ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich geht das mit allen. Wir wollen, dass wir über das Dial hier, das ist übrigens falsch rum angebaut, ja, links ist höher, rechts ist niedriger, das ist ein bisschen doof, aber macht nichts, dass wir über das Dial einstellen können, wie viel wir produzieren. Wir können momentan nur 0 und 1 einstellen, das ist sozusagen ein Schalter geworden. Das müssen wir natürlich ändern, das zeige ich euch natürlich, wie das geht. Dann soll das, was wir hier eingestellt haben, auf dem Display erscheinen, dass wenn ich, sag ich mal, in einen Raum reinkomme, von hier aus schon sehe, ach, da werden gerade 50 Sachen produziert. Und dann soll er mir hier anzeigen, wie viel ist denn eigentlich schon fertig? Dazu habe ich hier, normalerweise kann ich hier drauf gehen, kann sehen, okay, das wird aktuell produziert und sehe dann, so und so viel wird gerade gemacht. Wir können ja mal gucken, was nehmen wir denn, was Eisen kostet? Iron Frames hier. Da sehen wir dann hier, das springt hoch. Ne? So, aber wenn wir jetzt schon 50, sag ich mal, 40 produziert haben, 50 produzieren wollen, dann sehe ich ja nur, welcher aktuell ist, wie weit der aktuell ist. Und dann muss ich hier gucken, okay, ich habe schon 40, okay, alles klar, muss noch ein bisschen warten. So kann ich in den Raum reinkommen, ah, alles klar, 40, ja, und lauf weiter. Dann weiß ich Bescheid. Das werde ich hier allerdings nicht mit der Menge angeben, sondern im Prozent. Dann weiß ich nämlich, wie viel wird noch gemacht. Man kann natürlich noch viel weiter spinnen. Man kann natürlich noch eine Anzeige hinmachen und sagen, hey, so lange dauert es noch. Kann man auch machen. Vielleicht machen wir das, mal gucken. Aber das hier wird ein Mehrteiler werden. Einfach mal sowas aus dem Stegreif programmieren. Das dauert immer ein bisschen. Wie gesagt, habe ich hier hinten schon das IC-Housing. Habe ich jetzt auch nicht weiter benannt. Ich habe hier schon die Autolader angeschlossen, den Stacker, das Dial, die LED, die mein Sollwert anzeigt und natürlich die LED, die dann am Ende die Prozente angibt. Das alles ist schon dran und eigentlich auch schon eingestellt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die wichtigsten Sachen. Das erste, was wir uns überlegen müssen, was brauchen wir eigentlich? Ich persönlich finde es relativ nervig, wenn Sachen immer an sind. Ne? Sachen sollen abgeschaltet sein, wenn man sie nicht braucht. Also mache ich hier das Display aus. Ja, komme ich schlecht dran. Ja, so, aus und aus. Und das geht auch super an und aus, wie man sieht. So,
So, jetzt mache ich den an, jetzt mache ich den an, jetzt muss ich den noch anmachen. Also, ihr seht, es ist nervig. Ne? Also, das will ich nicht. Das allererste, was ich will, ist, ich will den anmachen und dann soll alles angehen. Das ist mein allererstes Bedürfnis. Und damit fangen wir an. So, wir fangen an. Als allererstes legen wir natürlich wie immer unsere Pins fest, also die Pin-Belegung, also sprich, was ist an welcher Schraube angeschlossen. Alias D-Fab nenne ich das, also für Fabricator, ist an D0. Alias D-Stacker an D1. Alias D, was hatten wir dann? Ich glaube, das Dial an D2. Damit haben wir die linke Seite fertig. Alias D-Soll, wobei DSP für Display an D3. Und Alias DSP Ready an D4. So, dann das übliche Start und J-Start. Das haben wir immer. So, wie gesagt, als allererstes einschalten hiervon bedeutet einschalten den, einschalten den, einschalten den. Easy. Wie machen wir das? Dazu haben wir den Parameter on. In eigentlich nahezu jedem elektrischen Gerät haben wir den Parameter on. Das heißt, wir speichern uns erst einmal ab, machen wir uns Alias rfab on, r0, und laden rfab on in rfab on laden wir dfab on rein. So, also den Parameter on laden wir in rfab on. Damit wissen wir, okay, das Gerät ist an. Und da jetzt hier eine 1 drin steht, wenn das Teil an ist, und eine 0 drin steht, wenn das Teil aus ist, können wir im Grunde direkt das Ganze an den Stacker schicken. Na, was habe ich falsch gemacht? Stacker heißt das Ding. Natürlich, jetzt war ja klar. D-Stacker, und wir waren bei on, und da schreiben wir D-Fab on rein. Das gleiche machen wir natürlich mit dem DSP soll. Und wir machen das gleiche mit dem DSP ready on rfab on. Und damit haben wir es im Grunde schon. Der Code läuft ständig durch und damit sollte eigentlich, wenn ich den drauf flashe, kann ich machen, sollte eigentlich, wenn ich hier anmache, alles angehen. Ja, wunderbar. Also schon mal als erstes geschafft, wenn ich den anmache, dann geht alles an. So, jetzt süffle ich hier mal. Und ja, dann können wir uns ums nächste kümmern, nämlich die eigentlichen Dial. Der Dial ist immer noch auf 0 und 1. Und das wollen wir erstmal ändern. Das heißt, wir stellen den Dial neu ein. Wir können das hier ganz jetzt in Start reinschreiben. Dann würde er jedes Mal neu eingestellt werden. Da es aber keinerlei Möglichkeiten gibt, diesen umzustellen, also im Dial, dieses 01, da gibt es keine Stellschraube für. Ne? Also es gibt keine Schraube an dem Gerät, nicht hinten oder sonst irgendwo. Wir müssen das also wirklich reinprogrammieren. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, das einzustellen, außer ich konfiguriere irgendein Gerät falsch und programmiere das versehentlich drauf. Lohnt es sich eigentlich nicht, das im Start zu haben. Das heißt, ich stelle das Ganze hier oben ein. Das heißt, wenn ich den Chip anmache, dann wird das einmal draufgeschrieben und dann nicht wieder. Ne? Macht für mich dann also mehr Sinn. So, S, D, Dial. So, jetzt ist die Frage, wo stelle ich das überhaupt ein? Kann ich das umstellen? Kann ich von bis einstellen? Ich kann natürlich probieren, from, ja, klappt nicht. To, Range, funktioniert alles irgendwie nicht. Also gucken wir mal ins Dial rein. Dial, da haben wir es. Runterspielen. Laggt wieder ein bisschen. Oder es stürzt ganz ab. Na, nicht ganz, aber fast. Und dann haben wir hier den Mode. Oh, sehen wir schon, da sind ganz viele Mode. Warum auch immer sie erst in den Mode gepackt haben, ich weiß es nicht, finde ich schwierig. Aber wir haben hier die Möglichkeit, einmal den Mode einzustellen. Das ist das Einzige, was wir schreiben können, und die Setting.
Nun, bei Setting wissen wir eigentlich relativ gut, das ist immer das, was den Wert der aktuell hat. Das heißt, da ich den ja einstellen kann, lese ich über Setting halt den aktuellen Wert aus. Das kann es nicht sein. Die beiden kann ich nur lesen und nur diesen hier kann ich schreiben. Es muss also Mode sein, wenn ich irgendwas einstellen möchte. Und das machen wir über Mode. Ey, was hat das Spiel momentan? Das ist echt krass. So. Gehen wir also Dial, Mode und wir machen 200. Ich sag mehr als 200, bitte nicht. Mit dem Klick auf Export startet der Chip immer einmal komplett neu. So. Und jetzt können wir gucken. Ja, das sieht gut aus. Und wir können relativ weit hochgehen. 200, da ist Schluss. Ja, funktioniert. Wir können also produzieren oder unsere Produktion einstellen. Super. Dann wollen wir das hier natürlich auf dem hier anzeigen lassen. Der macht natürlich hier immer wieder aus. So, da soll das Ganze dann stehen. Das ist eigentlich auch relativ easy. Ne? Dazu machen wir uns natürlich eine neue Variable, weil diesen Wert brauchen wir später ja auch nochmal. Ne? Also wir müssen ja wissen, wie viel wollen wir produzieren. Das müssen wir also irgendwann abgleichen mit irgendwas. Insofern brauchen wir diesen Wert, der im Dial eingestellt ist, brauchen wir immer. Alias, ja, wie nennen wir den? Need. Ja, das wollen wir haben. So, und dann laden wir das natürlich. Need und Dial und D Dial Setting. Und das Ganze schreiben wir jetzt aufs Display. SD DSP. Boah, ich hab's heute mit dem Tippen, Mann. Setting R Dial. R Need. So. Speichern. Wunderbar, ich habe zwei hier eingestellt und das wandelt sich ab. Ja, ei. Also, hier ist was los. Sollte ich vielleicht mal runterstellen, dieses Setting 0. Moment, was war das gerade eingestellt? Da weiß ich nicht mehr. 0,25. Ich gucke im Video nach. Jetzt dürfte es nicht mehr runtergehen. Gut, wir haben also hier die Einstellung getätigt. Das ist ja schon mal schön. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wenn wir hier produzieren, dass dann nur so viel produziert wird, wie der hier oder wie ich hier eingestellt habe. Das wäre jetzt so mein nächster Schritt. Also ich gehe Schritt für Schritt an die Sachen ran. Man kann sich natürlich bei größeren Projekten wirklich einen Plan machen. Man kann anfangen, so einen Ablaufplan zu zeichnen oder auch einen Programmstrukturplan oder ähnliches. An sowas kann man rangehen. Wenn man Hochsprache entwickelt, macht man das in der Regel auch. Bei solchen Sachen wirklich mache ich das im Grunde nur, wenn es wirklich sehr, sehr komplizierter Code ist, den ich dann schreibe. Ansonsten ist das hier für mich natürlich auch nur just for fun und da mache ich solche Sachen dann nicht. Da gehe ich einfach Schritt für Schritt dran und hangel mich da durch. Ne? Ist manchmal ein bisschen komplizierter, was man macht und dann braucht man auch ein bisschen länger, aber es macht halt auch Spaß. Gut. Wie kriegen wir das hin? Wir müssen natürlich irgendwie wissen, wie viel hat der hier denn eigentlich produziert. Ne? Weil wenn ich weiß, was der produziert hat, dann kann ich das mit dem hier abgleichen. Aber wie kriege ich diesen Wert? Wir können natürlich hier beigehen, unser F1 benutzen, bla bla bla. Also heute hat es Station hier so. Wunderbar. Ich lasse F1 mal weg, ja? Machen das nochmal zu. Also ich glaube, ich muss irgendwie Musik einspielen hier. Also irgendwie so eine Fahrstuhl-Wartemusik oder so, wenn das passiert. Gut, wie kommen wir an diese Sachen ran? Dazu nehme ich mein Tablet. In meinem Tablet befindet sich eine Configuration Card. Und damit ziele ich mal auf meine Autolade.
Da sehen wir jetzt erstmal ganz viele Sachen wie Activision, Completion Ratio und so weiter und so fort. Also relativ viel an Kram. Was wir hier sehen, ist zum Beispiel irgendwie etwas wie Count. Ne? Das Export Count, das Import Count. Das sind Sachen, Count ist ja immer ein Zähler, ne? Counter. Das heißt, das könnte uns im Grunde schon sagen, was wir denn eigentlich wissen wollen. Und ich mache das gerne so, wenn ich nicht weiß, welcher Wert was ist, dann probiere ich an der Maschine rum. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel bei, habe ja da unten der dritte von unten, ich zeige es nochmal hier, da haben wir on. Und wenn ich jetzt ausmache, geht er aus. Dann geht auch Power auf 0, sieht man hier. Mit Power und mit on weiß ich, okay, die anderen Sachen, also mit on weiß ich, okay, ich habe ihn eingeschaltet, das ist also der Schalter an sich. Power ist nur, hat er Strom? Ne? Also ist Strom verbunden? Manchmal ist es wichtig zu wissen, ob eine Maschine überhaupt Strom hat. Das kann ich dann halt mit Power herausfinden. Dann haben wir den Prefab-Hash, der interessiert uns ja gar nicht. Die Reagenz, das sind die Sachen, die jetzt hier sich drin befinden, aber im Gesamten. Recipe-Hash, das ist natürlich noch irgendwie interessant später, weil der Rezept-Hash, also das wird der Hash sein, den ich eingestellt habe. Das kann man auch überprüfen. Wir gehen hier drauf, machen Cable-Coil, zack, hat sich der Hash geändert. Zack. Und wieder. Ne? Also, damit können wir halt einstellen, was für ein Rezept er überhaupt craften soll. Das ermöglicht natürlich irgendwelche Sachen. Wenn der beschreibbar ist, dann können wir theoretisch ein Hash-Display machen und können an der Hand dieses Hash-Displays und einem IC und ein paar Schaltern können wir theoretisch so eine Rezeptauswahl machen, wie sie hier existiert. Oder einfach nur einen Button bei Sachen, die wir öfter brauchen. Dann klicken wir einfach nur drauf und er stellt das Rezept um, er startet das ganze Ding und so weiter und so fort. Das ermöglicht natürlich noch viele Sachen. Kann man also auch was mit anfangen. Aber für uns ist jetzt hier an der Stelle eigentlich nur erstmal der Export-Count interessant. Der Import-Count ist halt, was reinkommt. Das sieht man hier auch ganz gut. 10. Wir haben ja 10 Stacks reingeworfen. A 500 Gramm. Das ergibt natürlich 5000 Gramm, was 5 Kilogramm sind. Und 5 Kilogramm sind hier drin, wie man sieht. Also wissen wir hierüber relativ gut, wie viel wir reingepackt haben. Das interessiert uns aber kein Stück. Wir wollen wissen, was rauskommt. Probieren wir aber aus. Wir craften mal ein so ein Ding. Da sehen wir hier auch ganz schön bei der Completion Ratio. Da zeigt er uns an, wie weit er denn ist in Prozent. Ne? So 30, 40, 50, 60, 70, 80 und fertig. So, damit ist es rausgekommen und wir haben einen Export Count 1. Was man auch gerade gesehen hat, wenn man drauf geachtet hat, ist die Activate. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, ja, da wird das Activate umgestellt. Wir wissen dann also, okay, damit können wir das Ding aktivieren. Man könnte natürlich jetzt in F1 nachprüfen, ob sich diese Sachen beschreiben lassen oder nicht. Wäre eine Möglichkeit, tue ich aber nicht, weil hier halt das gerade irgendwie nicht funktioniert. Deswegen lassen wir das einfach sein und den Kram hauen wir weg. Deswegen lassen wir das mal sein. Ich weiß, welche Sachen ich da benutzen muss, damit das funktioniert. Gut, wir wollen jetzt also 4 Items erstellen. Gehen wir also bei und sagen, okay, wir haben das Need. Wir brauchen jetzt aber noch den Export Count. Den müssen wir schließlich vergleichen. Also sagen wir Alias, wir nennen ihn nicht Export, wir nennen ihn Count, das ist das, was wir erzeugt haben. Und das werden wir laden. LR Count von DFab. Export Count. Wir wissen jetzt also ziemlich genau, okay, wir haben so viel ausgegeben, so viel wollten wir haben. Und jetzt müssen wir eigentlich nichts anderes machen als vergleichen. Ja? Gehen also hierbei und können zum Beispiel sagen, SGE mache ich mal, also set greater equal.
Und ich setze mal R15, das ist wieder eine temporäre Variable oder temporäres Register, das ich setze. Das brauche ich ansonsten gar nicht. Deswegen fange ich halt oben an mit den Registern, mit den höchsten von der Zahl her, mit den höchsten Registern, fange an, die zu beschreiben. Und bei denen, die ich namentlich vergebe, fange ich unten an. Ne? Dann komme ich mir da nicht so in die Quere. Also R15, da schreiben wir jetzt rein, ob er mehr vielleicht. Ja, es könnte ja passieren, dass durch irgendwelche blöden Zufälle auch mehr produziert wurde. Dann will ich aber auch, dass er abbricht. Gleich ist. So. Also R15 und dann gucke ich, ob R Count soll größer sein als R Need. Also das Produzierte größer als das, was ich haben möchte. Und wenn das der Fall ist, soll er die Activision abschalten. Ja, da ist jetzt ein bisschen schwierig. Es gibt nämlich leider kein nicht größer. Es gibt also nur ein kleiner. Ich kann jetzt also sagen LT. Also müssen wir jetzt kurz überlegen, wie wir unseren Vergleich basteln. Wir brauchen zum Aktivieren, also wenn es an sein soll, eine 1. Wenn es aus sein soll, eine 0. Im Activate. Wenn es also größer ist, also wenn wir genug produziert haben, würde SGE eine 1 reinschreiben. Wenn wir die 1 jetzt aber direkt auf Activate geben, dann bleibt er an, weil wir das Activate nicht abschalten. Also wollen wir genau das Gegenteil wissen. Wir wollen wissen, hat er noch nicht genug produziert? Ja, er hat noch nicht genug produziert, also schreiben wir eine 1 ins Activate. Und damit sagen wir dann halt LT. Und dann machen wir S. Defab. Activate. R15. Das wird uns gleich voll um die Ohren fliegen, sage ich jetzt schon. Aber die Grundüberlegung ist schon mal richtig. So, und er fängt an zu craften. Und das ist nämlich genau der Punkt. Er wird jetzt definitiv anfangen zu craften, bis er 4 Stück im Count voll hat. Und das wird gleich ein Problem für uns werden. Deswegen müssen wir das später anders lösen. So, er ist fertig. Also vom Grundprinzip her haben wir schon mal alles richtig gemacht. Wir müssen es später nur anders schreiben, damit es wirklich funktioniert. Aber warum uns um die Ohren fliegen wird, das seht ihr gleich. Das schaffen wir zeitlich auch noch. Wir wollen nämlich, dass, wenn er fertig ist mit Programmieren, dass er sich auch wieder abschaltet. Weil warum soll die Maschine und alles andere drumherum Strom ziehen, wenn er nichts tut? Er soll sich also abschalten, wenn er fertig ist. Und, was ich ganz geil finde, warum wirft er mir das hier nicht hin? So, hier, jetzt habe ich meinen Kram. Ja? Er soll mir das also auch gleich auswerfen. Er hat natürlich jetzt 3 produziert, da hinten ist ja der 4. Ja? Das soll er mir auch machen. Da kommen wir dann später zu, wie gesagt, eins nach dem anderen. Er soll erstmal abschalten. Da er den Activate jetzt auf 0 setzt, das ist schon mal toll. Könnten wir sagen, wir setzen den Fabricator auch gleich auf aus. Defab on R15. Ne? Hier steht eine 0 drin, wenn er fertig ist. Dann kann er nicht also auch gleichzeitig plupp, das ganze Ding ausmachen. Problem ist jetzt, da fängt es an, uns um die Ohren zu fliegen. Wir kriegen ihn nicht mehr an. Warum kriegen wir nicht an? Ja, ganz einfach. Weil der Export-Count, wie wir hier sehen, auf 4 steht und unser Dial auch auf 4 steht, weil er ja fertig ist. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder müssen wir zum Anschalten den Dial wieder hochstellen. Dann macht er aber direkt weiter. Ja, also er fängt direkt an zu craften. Das können wir auch nicht verhindern. Wir können auch nicht sagen, crafte nicht, weil er craftet einfach wieder. Oder wir können sagen, wir schalten den Export-Count weg. Das heißt, wir setzen den Export-Count auf 0. Was bedeutet das? Das bedeutet ja das Gleiche wie aktuell. Er sagt, es ist nicht fertig. Das heißt, er fängt wieder an zu aktivieren und craftet wieder 4 Stück. Das heißt, er befindet sich eigentlich in einer Endlosschleife.
Und da haben wir unser Problem, dass er einfach weiter craftet. Das heißt, diese Lösung, die wir hier haben, die blockiert uns. Wir müssen das anders lösen. Und das werden wir machen, aber nicht mehr in diesem Video, sondern im nächsten. Da werden wir das hier umschreiben und wir werden uns im nächsten Video dann um die nächsten Sachen kümmern, das andere Display eventuell noch ansteuern, den Stacker richtig an, aus und so weiter. Und das seht ihr dann im nächsten Teil. Alles klar. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr versteht so ein bisschen vielleicht, wie man an die Geschichte rangehen muss. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Und bis dann. Tschüss.